Hallo Leute, hier ist wieder euer Banana Brother Chili und willkommen zu einem weiteren Part. Let's play Kingdom Hearts 2.5 HD Remix. Ja Leute, wir waren hier stehen geblieben in der Wunderhöhle mit dem wunderschönen pinken, lila, pink, rosa, pinken Kristall. Und der Affenstatue, die uns doof angrunzt. Es sieht so aus, als könnte man etwas in den Sockel hineinstecken. Ja, was wohl. Untersuchen wir mal den Edelstein. Ein Edelstein schwebt in der Luft. Ja. Und das wollte ich euch halt im letzten Part nicht mehr zeigen, weil es ist nichts Besonderes. Es ist an für sich halt wirklich nur eine kleine Spielerei. Ich muss sagen, ich finde das auch ehrlich gesagt in der Hinsicht nutzlos, dass die sowas hier reinzu. Dass sie sowas reinpacken. Ja. Führe Abu zu dem Sockel und besänftige den Zorn der Statue. Lauf, Abu, lauf! Ja, lauf! Spring und lauf! Und spring und lauf und oh ja, das war's Leute. Ich finde ja ehrlich gesagt sogar lustig irgendwie, dass wir hier auch noch wirklich belohnt werden dafür. Ja, Freundboost kann ich jetzt auch sowieso ehrlich gesagt sogar schon erklären. Der Freundboost boostet unser Rufen, also unsere Beschwörungen. Ja, es ist nichts Berauschendes. Ich zeig's euch zwar nochmal, aber es ist nichts Berauschendes. Ach nee, erhöht die Dauer, okay. Also ich wusste jetzt nicht, ob es den Schaden erhöht oder das, aber das ist in der Hinsicht ja eigentlich auch, sag ich mal, zweitrangig. Donald hat auf jeden Fall Donald Eis gelernt, was ich ihm eigentlich liebend gerne auch ausrüsten würde. Hammer. Hier braucht er eigentlich kein Feuer, dann können wir ihm das hier eigentlich ablegen und machen ihm Eis an. Weil Feuer in einer Wüste ist sehr nützlich, Donald. Ja, Donald, ne? Sehr nützlich. Donald, hä? Hä? Hammer. Sehr nützlich. Ja, auf jeden Fall. Jetzt können wir weiter. Und was sagt Iago? Diese Statuen müssen den Schatz all die Jahre vom Möchtegern-Plünderern beschützt haben. Denkt daran, dass ich hier bin, um euch zu helfen, solange es nicht zu gefährlich ist. Ja, dann verschwindest du, weil du Angst hast. Du Feigling. Die Wunderhöhle, ja. Jetzt sind wir in einer Schlucht, würde ich sagen. Achso, Das ist der Part, okay. Erfülle deine Aufgabe innerhalb der festgesetzten Zeit. Aktivieren? Ja. Aktivieren. Sollte auch runterdrücken. In der festgesetzten Zeit. Na gut. Ah, meine Überlegung ist gerade. Ach komm. Das nützen wir wieder ein bisschen aus. So. So, können wir schön die Krone noch mitnehmen. Jetzt fallen wir erstmal weiter. Och nö. Und. So, Volltreffer rein drücken. Und jetzt noch ein Stück weiter runterfallen. Kommen wir wieder kleinere Gegner, bitte, bitte. Oh, erstmal will ich hier. So. Ja, und hier kommen wieder kleinere Gegner. So. Die hätte ich gerne. Einmal kaputt gemacht, dankeschön. Ja, okay, und wir haben unsere Drive-Form schon wieder weg. Aber egal, das war es mir wert, ganz ehrlich. Na, ach Mist. Ich bin halt dran vorbei. Na, egal. So, und zack. Und da sieht man einfach nochmal, wie stark diese Ability ist. Die macht halt richtig schön Schaden. Und das gefällt mir.
Was mir gerade auch übrigens einfällt, haben wir nicht sogar eigentlich noch eine verlorene Seite vom Pus... vom... Ja, wir haben noch eine verlorene Seite vom Pus Buch. Naja, gut. Das rennt uns ja nicht weg. Jetzt machen wir erstmal hier die Kiste auf. Abilitamin nehmen wir gerne. Und eine Karte, ja... Wenn es sein muss. Ja, das ärgert mich ehrlich gesagt, dass ich das da verpasst habe. Aber ich will jetzt gerade nochmal gucken. Ein Teil hat gefehlt. Ah ne, Herzteil war das, was gefehlt hat. Zwiespalt. Ja, wann wir. Okay. Ja, gut. Hier haben wir jetzt auf jeden Fall die Möglichkeit. Hier könnten wir. Nächster halt Eingang? Ach so. Ja. Ja, hier können wir. Ja. Der hat uns jetzt wieder hochgebeamt. Und ich habe aus Versehen halt auch wirklich auch noch bestätigt. Ja. Jetzt fallen wir halt nochmal runter. Weil es so viel Spaß gemacht hat eben. Können wir ja noch ein bisschen unsere Dryflies füllen. Vor allem wir und Aladdin fetzen uns durch und Donald. Ja gut, diesmal macht er was. Ach Gott. Donald ist echt irgendwie, naja. Na gut, er kann zaubern. Das sei ihm immerhin. Ja, geil. Ach Mann, das hasse ich halt. Na komm, sliden wir hier mal durch die Gegend. Und zack. So. Was? Das geht sogar. Okay. Das wusste ich nicht immer gerade. Weißen Form. Und so, wieder ein bisschen ausnutzen. So, und jetzt kümmern wir uns wieder um den dicken. So, Wecker. Wecker, ja, Wecker. Gucken, wo ist die Krone, wo ist die Krone? Da ist die Krone. Ja, noch ein Stück vor, noch ein Stück vor, noch ein Stück vor. Yes. Mann, bin ich gut. Na komm. Und weg bist du. Also, dass das bisschen reicht, na gut, okay. Jetzt, ja, sind wir halt in der weisen Form. Wie viel fehlt uns jetzt eigentlich noch, bis wir wieder... Okay, 33. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Bezwinger des Tests. Du hast große Stärke. Ich glaube, du hast große Stärke. Ich glaube, das stand da dran. Du besitzt große Stärke. Okay. Ich entschuldige mich, dass ich euch angelogen habe. Es tut mir leid, nicht. Aber es tut mir wirklich sehr, sehr leid, müsst ihr verstehen, nicht. Aber, ja. Nee. Ja, passiert. Und jetzt sind wir auf jeden Fall in einer... Ja. Schatzkammer. Ja, Donald holt's natürlich. Donald holt's natürlich. Und ja. Sure looks valuable. Great. Now let's go get that lamp. We gotta keep Jafar bottled up, or he's gonna destroy Agrabah. Das Gelache von Carlo gefällt mir gar nicht. Ja, aufhören, aber selbst schwach werden. Der Feigling zieht doch jetzt eh wieder. Ja, natürlich. Er macht wieder den Bitch-Move. Er geht weg und lässt den Herzlosen die Arbeit. Und Goofy, es ist dunkel, du musst dir die Augen nicht zuhalten. Besiege alle Herzlosen, okay. Und Blitz. Machen wir den Vortex-Volley, weil der auch ganz gut Schaden macht. Und damit machen wir die ja auch kaputt, von daher. Vortex-Volley! So, und jetzt können wir auch noch schön ein bisschen selbst hier passieren. Schade. Och, Mann, wie gut, dass der Weisenform getan hatte. Och Mann, das ärgert mich jetzt gerade schon.
So. Au. 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 Na, was ist denn da jetzt los hier? Na, jetzt komm, lass mich hinter dich. Und Luftmeuchler. Und den Volltreffer können wir natürlich nicht draufkriegen. Dann machen wir es halt so wieder. So. So. Na, jetzt komm. So, jetzt können wir es halt immerhin ein bisschen mit der Form hier auf Distanz halten. So, weg mit dir. Und die AP ist gestiegen. So gefällt uns das doch. Und natürlich wieder ein paar Herzlose verdroschen. Ja, raus hier. Und was ist mit dem... Ja. Divided and handed over. Oh no, I'm trading it for treasure. This lamp is going to bring me riches. Ja. Da gibt's eine kleine Meinungsverschiedenheit, wie es scheint. Ja. Jetzt haben die auch bemerkt, dass Carlo da ist, was natürlich nie ein gutes Zeug. Okay. Ich muss ganz ehrlich sagen, das war jetzt nicht mal so gedacht. Ich wollte eigentlich nur zum Mogri und das Zeug mal abgeben und gucken, ob wir was erstellen können. Formelanalyse. Das Elixier können wir machen. Sehr schön. Ach so, ich glaube, das können wir erst einsetzen, wenn wir das mal... Ah ne, wir haben keinen Lunastein. Okay. Den Granatring und den Mithrilring. Ja, machen wir doch. Erhöht die Angriffskraft ein wenig und erhöht die Maximum AP extrem. Und der Mogri ist mittlerweile jetzt Level 3, der Mogri Amateur. Der Mogri ist im Level aufgestiegen. Freudenmaterialien können verwendet werden. Verwende sie fortan für bereits hergestellte Items in Kreation. Kurze Erklärung. Diese, Freudensteine können wir benutzen, um zum Beispiel hier ist es der Granatring und da bumm ist es der Diamant. Ist es der Diamantring. Es wird so gesehen das Item eine Stufe verbessert. Ja, es wird eine Stufe verbessert einfach. Und ja, das machen die Freudensplitter oder Freudensteine, Freudentropfen und so weiter. Die Lunasplitter, die ganzen Luna-Sachen sind alle für die Material, für mehr EXP. Energietropfen sind dafür da, dass wir weniger Materialien verbrauchen. Und Freudengegenstände sind halt dafür, dass wir möglichst viel, ja, Dingens benutzen können hier. Also, dass wir möglichst gute Sachen craften können. Wie hier jetzt können wir halt den Diamantring machen. Wo ich auch ehrlich gesagt gerade so ein bisschen am Überlegen bin. Oder machen wir hieraus einen Feuganreif. Ne, komm, wir machen uns hier was draus. Den Diamantring. Erhöht die AP drastisch. Wir könnten den Feuganring sogar auch noch machen. Na komm. Wir wollen zum Ende eh alles einmal gecraftet haben. Von daher machen wir auch den Driver zum High Driver. Und der Mogri ist wieder aufgestiegen. Du kannst bis zu 2 zusätzliche Materialien verwenden. Sprich, jetzt können wir Lunatropfen und Freudentropfen zum Beispiel benutzen. Was halt in der Hinsicht ganz schön ist. Ja, wir machen das so. Machen wir das Mega-Ether auch noch. Einfach, dass wir es halt wirklich gehabt haben, gemacht haben. Fertig. Und ja, jetzt sammeln wir erstmal wieder. Machen wir aber erstmal auch wirklich noch zuallererst das ganze Zeug ausrüsten. Der Granatring macht nämlich 4 AP und einen Angriff. Ist halt nett. Der Diamantring macht halt 5 AP und einen Angriff. Die beiden werden wir auf Sora ausrüsten. Genauso wie den Feuganreif werden wir, ja, gibt halt mehr Feuerresistenz. Es ist zwar nicht viel, aber ja. Wir wollen uns nicht beschweren.
Goofy, ja komm, Goofy kann mal wieder ein bisschen was Besseres brauchen. Deswegen kriegt Goofy den Folgereif. Donald kriegt aber dafür den Mithril-Ring. Wegen der AP. Und Goofy, ach ne, Goofy hat nur einen Platz. Na gut. Dann würde ich sagen, bleiben wir erstmal so dabei. Ist ja ganz gut verteilt jetzt mittlerweile. Goofy hat was gelernt. Autoheilung stellt die HP eines Gefährten wieder her, der mit Wechsel ausgetauscht wurde. Naja, finde ich jetzt nicht so berauschend. Mich interessieren halt überwiegend die Sachen, die halt wirklich mit Zora zu tun haben. Das Auto anvisieren und den Itemboost machen wir hier an. Bei Donald können wir Donald Feuer jetzt doch wieder anmachen. Sehr schön. Aber bei Goofy glaube ich, ja, Goofy nichts. Na gut. Aber trotzdem, ich muss sagen, wir haben jetzt gut was ausgerüstet. Wirklich, das wird uns jetzt bestimmt schon helfen. Wie weit ist eigentlich unsere Waisenform? 20. Kriegen wir hin. Weißt du was? Kriegen wir so hin. Jetzt kriegen wir sowas von hin, also, ne? Hört mal. Hier, hallo, Gegner. Da. Ah. Na komm. Und. Kaputt machen. So. Und. Euch machen wir kaputt. Und jetzt machen wir mit Blitz. Und so. Oh, das hat jetzt bestimmt gut EXP gegeben für. Und. Was? Nur 8? Ja gut. Ich nehme an, dass alle, die noch den einen oder anderen halt mitgenommen hat. Na jetzt komm. Na, jetzt komm. Nee. Jetzt komm her. Gucken wir uns gerade noch ein bisschen in der Stadt durch. Wir gucken uns durch. Na komm. Nee. Ja. So, und Volltreffer hinterher. Weg mit dir. Egalchen. Kaum verabschieden wir den einen, schon kommt der andere. So. Na komm. Na. So, haben wir dich doch. Geht doch. Warum nicht gleich so? Warum auch noch hier Terz machen und sich wehren? Also komm, ne? So, einmal Heilung, damit wir unsere MP leer haben und unsere Drive-Leiste schön voll wird. Zack, und Volltreffer hinterher. Gott sei Dank passiert nichts, wenn wir in den Flammen stehen und. Na gut, nee, komm, das heben wir uns jetzt erstmal auf gerade. Können die Drive-Leiste ja noch ein bisschen füllen. Na, jetzt komm. Oh Mann, jetzt geh mir nicht auf den Senkel hier. Na gut, ich habe zwar gesagt, ich will sie aufheben, aber jetzt ist es langsam gut. So. Na komm. Was zur Hölle? Wie? Oh, zack. Ach du Scheiße. Na komm. So, haben wir den jetzt kaputt gemacht oder war das wieder Aladdin? Ach egal. Komm, jetzt begeben wir uns zum Palast. Da verfolgt Carlo immer noch den Trödler. Und er nimmt ihm die Lampe weg. Das kann kein gutes Zeichen sein. Ja, jetzt ist Carlo mad. Richtig mad. Ja.
meinst du vielleicht, dass du gewonnen hast? Ja. Da fehlt was, ne? Da ist was weg. Ja, Iago. Ja. Es scheint jetzt so, dass Aladdin jetzt auch wirklich Vertrauen in Iago hat. Ist ja gut zu wissen, weil... Oh. 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 Und da hat er die Lampe. Nice try, Birdbrain. Just wait till Jafar's free. He's gonna make one beauty of a heartless. Und ein Erdbeben. Ein gutes Erdbeben. Und ja, da kommt einer meiner absoluten Lieblings-Disney-Charaktere wieder. Genie. Leute, ich liebe diesen Genie. You princely little muffin, you! Cosmic travel can get so lonely without a friend. To think I left you forlorn and genieless. Oh, the humanity! Al, have you been putting on weight? Oh, of course. What am I saying? You're living at the palace now. Aladdin, Jasmine. I can just picture it. Wait. Tell me, am I being a pest? Just a big blue pest? Oh, who cares, Al? I'm just so glad to see you! Genie! Also, ich muss sagen, die beiden haben jetzt wirklich überhaupt keine Ähnlichkeit. I'll teach you to make a fool out of me! Ja. Genie ist wieder dabei und... Time for plan B. I'm finishing you. Carlo wird natürlich mad. Wie immer. Man kennt's ja nicht anders. Ach, das ist der Boss. Ja, Feuer und Wasser. Beziehungsweise Feuer und Eis ist das. Ja, Feuer und Eis wird das sogar. Soll das sogar sein. So. Na, Vulkanausbruch. Und. So, ab zum. Ach ne, wir können gerade. Na gut, dann einmal heilen. Na? Da bist du. So, die, um dich kümmern wir uns halt mal zuerst. Wenn dein Kollege gerade nicht will, bist du halt der. Ah. Na komm, Vulkanausbruch wieder. Und wirbeln wir ihn erstmal weg. Und jetzt darf er mal ein bisschen. Und, ach, Mist, ich wollte den Eissturm machen. Na, komm, mach's nochmal. Jetzt komm her. Na gut, halt nochmal den Vulkanausbruch. So, bumm. So, und zack. Und da ist der Eissturm jetzt. Und zack. Wir heilen uns einmal. Gehen wieder in die Form. Hoffen, dass es ein bisschen XP gibt. Machen wieder den Vulkanausbruch. Wunderschön. Uff. Und... schießen ihn natürlich in seinen Kollegen. Na komm. Na komm, Waisenform. Zeig uns, dass du nicht ganz so nutzlos bist, wie ich dich einschätze. Na komm. Ja, und der Eissturm. Na gut, komm. So. Heilen und wieder Druff auf den Alten. Jetzt ist er ja eh allein, jetzt hat er nichts mehr, nicht mehr viel zu verlieren. Zack, weg ist er. Und wir haben den letzten Sprung gelernt. Goofy kann mehr Rüstungen tragen und ansonsten hat sich die HP verbessert für Donald und Aladdin. Sehr schön auf jeden Fall. Ich muss sagen, das ist auch ein Bossfight, der gefällt mir richtig gut. So zwei Elemente, Feuer und Eis, nebeneinander so, gefällt mir. With me for the last time. I'm gonna get you yet. Ja. Du wieder. Rennst natürlich wieder weg erstmal. Alright. Ja, und der Teppich ist natürlich auch wieder dabei. Wo war Abu eigentlich die ganze Zeit? Ha. Gute Frage. Abu war die ganze Zeit weg? Seit der Wunderhöhle. Seit der Wunderhöhle haben wir den nicht mehr gesehen. Hm.
Und die Lampe wird jetzt erstmal im Kerker verschlossen. Dass ja niemand auf die Idee kommt, an die Lampe zu gehen. Ist auch gut so, ganz ehrlich. Ist auch gut so. Ich verspreche es. Ihr werdet es nicht bereuen. Mir noch eine Chance gegeben zu haben. Schreibfehler? Scheinbar. Ganz bestimmt. Prinzessin Jasmin, bist du sicher, dass du diesen Vogel um euch herum... dass du diesen Vogel um euch herum haben willst? Also, ich denke, Iago hat uns gezeigt, dass er es ernst meint. Na gut, wahrscheinlich hast du recht. Und was soll so ein vorlauter Vogel schon anrichten können? Da könntest du mal recht haben, Junge. Was steht bei euch jetzt an, Sora? Es war toll, euch alle wiederzusehen. Aber wir müssen immer noch Rico und den König finden. Wir werden wohl weiterziehen und nach ihnen suchen. Ich hoffe, ihr findet sie. Das hoffe ich auch. Wo ist eigentlich Aladdin? Er ist in Richtung Stadt gelaufen, Abu hinterher. Aber er sollte schon wieder zurück sein. Er kann doch nicht Zoras große Abschiedsfeier verpassen. Ich werde ihn holen. Bin gleich wieder da. Und flupp, weg ist er. Aber was heißt große Abschiedsfeier? Abu! Catch him! Ja, jetzt wird er gefangen. Und wer hat ihn? Alle. He must have secretly stolen it from the Cave of Wonders. Ja. I guess some things are just hard to resist. Wie also versucht zu verarschen. Ja. Und dieses Ei, ich weiß gar nicht, wie man dieses Ei nennt, dieses Kristallei ist halt unser Weg zu neuen Welten. Mal wieder. Finde ich ehrlich gesagt in der Hinsicht ein bisschen, wahllos gewählt. Wir haben dieses Kristallei einmal in der Höhle gesehen und jetzt gerade wieder hat es Abu angeschleppt. Naja, gut. Wenn es schön macht. Auf jeden Fall ist es verriegelt. Und jetzt können wir dann nach Halloween Town. Bald dann, sehr wahrscheinlich im nächsten Part. Sora, what is it? I think it's time for us to go. Will you be back? We will, I promise. Und ganz ehrlich, ich muss auch sagen, ich hoffe sehr, dass Agrabah wieder in Kingdom Hearts 3 mit dabei ist, einfach, ja. Und wir haben das Lampenamulett. Nicht das Schlampenamulett, nein, das Lampenamulett. Wir können damit Genie beschwören, ja. Wie im ersten Teil, nur cooler. Was kommt jetzt zur Hölle? Pluto! Jetzt kommt die Szene, okay. Pluto rennt Axel hinterher. Ja, und Axel verschwindet in der Dunkelheit. Aber warum läuft Pluto Axel nochmal hinterher? Warum vertraut er ihm in der Hinsicht? Und Pluto rennt in die Dunkelheit. Und wir sehen endlich mal wieder was über wegen Kairi. My thoughts exactly. If you have a dream, don't wait, act. One of life's little rules. You've got it memorized. Who are you? Axel. I happen to be an acquaintance of Sora's. Why don't we go see him? Sora? Yeah. Einmal ist Axel da und einmal ist Pluto da. Und niemanden natürlich.
Jemand, der durch die Dunkelheit pfeift. Das ist ehrlich gesagt immer nur meine Überlegung. Also so habe ich eine Vermutung, aber ich weiß es halt nicht genau. Und ja, wow, im letzten Part habe ich gesagt, ich will keine 30-Minuten-Parts mehr und tada! Und Kairi rennt einfach auch mal in die Dunkelheit. Und ins Nichts. Hey, what is this place? Von der Dunkelheit ins Licht? Erinnert mich irgendwie so ein bisschen an, was weiß ich, so, dass das Kamui so eine andere. Andere Dimension. You okay? Oh. Ich wusste gar nicht, dass das jetzt schon alles kommt. Ich dachte, das kommt erst ein paar Welten später. You and that dog came flying out of a hole in the wall. He nearly gave us heart attacks. Ja. Kairi ist in Twilight Town. Aber kommen wir nach Twilight Town? Wir kommen nach Twilight Town? Augen voraus, Twilight Town. Ja. Tatsache. Welches Level brauchen wir für Twilight Town? 28, scheiß die Wandern. Nee, das lassen wir lieber erstmal. Wir sind zwar Level, ich weiß es nicht. Ich glaube 26, aber ich will es nicht, ja, wir sind Level 26. Ich will es nicht riskieren, weil wir haben hier noch zwei Welten vor uns, die wir noch machen können. Und deswegen würde ich an der Stelle sagen, ich beende den Part und ansonsten sage ich wie jedes Mal, wenn euch der Part gefallen hat, lasst gerne ein Like da, auch wenn er überlängert. Und ansonsten lasst auch gerne ein Abo da, wenn euch das Let's Play gefällt. Das geht natürlich weiter und weiter und weiter bis in die Unendlichkeit und noch viel weiter. Ja. Mal schauen, wie viele Parts es sein werden. Es ist ja jetzt der 26. Part, glaube ich. Und ja, also Level 26 und wir sind beim 26. Part. Ja, ob das ein Zeichen ist, ich weiß es nicht. Ich glaube es aber fast nicht, ehrlich gesagt. Aber auf jeden Fall beende ich den Part an der Stelle. Und wie gesagt, wenn euch halt auch der Part gefallen hat, Like da lassen. Wenn euch das Let's Play gefällt, abonniert uns auch gerne. Und ansonsten, ciao, ciao und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Let's Play Kingdom Hearts 2.5 HD Remix. Also macht es gut, Leute.